Die letzten paar Wochen war ziemlich viel zu tun, was mich sehr geschlaucht hat. Aber andererseits, oh Gott, das klingt jetzt so schwülstig, aber ist mein Leben. Ich bin froh, wenn ich in Action bin, mir macht das Spaß. Im Job, Betonung auf Job, weil privat lasse ich gern mal los, weil es eben, ja, das Journalistenleben ist eben nicht immer so leicht. Und gerade so, ich bin eher so im Tagesaktuellen zu Hause und genieße das auch, aber das ist auch schon mal anstrengend. Andererseits aber schnell abzusetzen, wenn da gerade was passiert ist oder man ist an dem Ort noch gewesen, wo es gerade ist und setzt dann schon ab in Hörfunk, Fernsehen oder online irgendwie. Das ist einfach auch ein cooles Gefühl. Da ist man irgendwie schon so ein bisschen so Jäger, machen, tun, drehen, dann produzieren und so mit den anderen zusammenarbeiten. Das ist schon, ja, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Adrenalinschub ist es auf jeden Fall, weil wenn man das unter Druck nicht hat, dann hat man den Job verfehlt und kriegt es auch vielleicht nicht hin. Es ist ja nicht, darf ja nicht die Frage sein, kriege ich es hin bis zur Sendung oder nicht. Das wäre ja furchtbar. Ich glaube, dann hätte ich auch schon 3 Herzinfarkte gehabt. Knock, knock. Meine Eltern haben gesagt, dass ich, bevor ich irgendwie in der Schule war oder ein Buch in die Hand genommen habe, was ich eigentlich Zeit meines Lebens eher ungern getan habe, ich habe, glaube ich, 3 Bücher. Yeah. Aber dass ich immer schon als ganz kleines Kind immer die Zeitung haben wollte. Okay. Für mich war klar, also ich möchte Journalist werden, wusste ich, seit ich 15 bin, aber ich schaffe maximal Zeitung, weil so cool und so klug und so studiert, wie die Hörfunk und Fernsehen machen, kann ich nie im Leben werden. Die Realität ist dann doch anders geworden und ich habe dann eben auch gelernt, dass nicht alle, die Hörfunk und Fernsehen machen, super coole Genies sind. Ja. Also ich bin gelernter Bürokaufmann, was genauso langweilig ist, wie es auch klingt. Ich bin abgebrochener Student. Ich habe Fachabi Wirtschaft gemacht nach der Lehre, weil ich da so malträtiert worden bin von einem Arschlochchef, dass ich mich ins Bilden gestürzt habe, um nur ja nicht in die Arbeitswelt zu müssen. Weil das heißt ja immer, wenn man weiterkommen will im Leben, muss man sich bilden. Das habe ich gemacht, weil diese Lehre war, ich bin da psychisch so fertig gemacht worden von dem, dass ich gedacht habe, ich muss mich weiterbilden. Habe dann Fachabi gemacht, Abi auf dem zweiten Bildungsweg, habe dann angefangen zu studieren und habe dann irgendwie gedacht, boah, wann werde ich denn jetzt mal der coole Typ, der bei den Medien arbeiten kann? Und hatte das dann nicht komplett abgeschrieben, aber war im Studium, in meinem Magisterstudium, so on the road to nowhere, weil das, das Latinum wurde nämlich dann, man musste dann, gerade als ich anfing, musste man ein großes machen, was dann über 62 Semester ging, irgendwie ganz furchtbar. Und ich habe gedacht, kriege ich das überhaupt hin? Zweitbildungswegler, ich bin schon so alt, alles furchtbar. Und dann habe ich den Dienstwagen gefahren beim Arbeitsamt. Und da gab es eine legendäre Fahrt 1991 mit dem damaligen Leiter des Berufsinformationszentrums. Und der saß dann im Fond, wie sich das gehört, und sagte dann, ja, Sie haben doch mal was erzählt, Sie wollen Journalist werden und hier in Wuppertal macht jetzt auch ein Lokalradio auf und die suchen noch Praktikanten. Und dann bin ich denen so auf den Geist gegangen, habe eine 4-zeilige Praktikumsbewerbung geschrieben, an der ich einen Abend gearbeitet habe, die ich zerknüllt habe, wirklich wie in einem schlechten Film, neu geschrieben, zerknüllt, wieder so. Und durfte ich dann 5 Wochen Praktikant sein. Aus den 5 Wochen wurden 7 Jahre im Lokalradiosystem und bla bla bla. So ging es dann irgendwann mal weiter. Und jetzt habe ich Tatsache in diesem Beruf 27 Jahre geschafft. Und mir fällt es schwer, also ich will jetzt nicht so großkopfig sein und sagen, da bin ich stolz drauf, aber ich glaube doch, bin ich. So wie ich damals war, ich war ja angeblich ein sehr lebhaftes Kind, habe ich mich nie drüber gefreut, über dieses Attribut, aber so und keine Ahnung. Und, Oma, Opa, Tanten, Onkel, Nachbarn, das geht bestimmt mal in den sozialen Bereich. Und das hat jetzt ja nicht so funktioniert. Ist es ein schönes Gefühl, jetzt hier zu sitzen? Ich, doch, ist es.
Ich genieße das gerade. Ich weiß gar nicht. Ich hatte mal eine Bewerbung laufen. Ich habe tatsächlich mal vorgesprochen und vorgesungen im Ticktheater in Kronenberg, wo sie damals gesagt haben, ist schon einige Jahre her, ja, mit dem Singen, das lassen wir mal lieber sein, aber so eine schauspielerische Rolle, das war dann irgendwie so. Und dann muss ich sagen, habe ich mich gedrückt, dann habe ich auch irgendeine Statistenrolle gehabt. Ich weiß zum Verrecken nicht mehr, für welches Stück. Aber dann habe ich mich gedrückt und habe dann gedacht, wow, viel Aufwand und so. Und ich weiß nicht. Also ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Ich habe mit wachsender Begeisterung schon Lust, Regie zu führen. Was aber nicht heißt, dass ich Lust habe, irgendwie jetzt so Menschen zu scheuchen oder sonst was. Aber Projekte an Projekten zu arbeiten und da irgendwie zu sehen, was kann ich mit den Fäden, die ich in der Hand habe, was kann ich damit machen? Das macht mir einfach Spaß, so an Projekten zu arbeiten, die auch vielleicht ja mit, so wie ein Kontakt eben mit dem Job was zu tun haben, mit meinem Wunsch des Selbstverwirklichens vielleicht auch zu tun haben, dass man einfach auch was macht, wo man nur Spaß dran hat. Also ich würde auch gerne, könnte mir auch sehr gut vorstellen, mal wirklich eine Doku zu drehen. So 90 Minuten. Über. Ja, da bin ich vielleicht noch auf der Suche. Aber ich weiß, irgendwann kommt der Punkt, da macht es Kling und dann weiß ich, das ist das Thema dafür. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, mal wirklich so ein langes Ding zu machen. Und wenn es nur für YouTube ist, ohne finanziellen Druck irgendwie, das wäre wirklich toll. Und was auch ein Projekt wäre, wo ich mal richtig Bock drauf hätte, mal auf einer Kleinkunstbühne einen Abend zu machen. Mit Musik, klar. Nicht unbedingt alleine, vielleicht mit anderen oder so. Aber auf jeden Fall garniert mit ein bisschen meiner heimlichen Liebe Stand-up-Comedy. Also lustig sein ist das Schwerste, was es überhaupt gibt in der Entertainment-Welt. Aber so Stand-up-Comedy irgendwie mal 20 Minuten oder so einen Abend, auf so einer Kleinkunstbühne einen Abend machen mit Musik und allem oder so, da hätte ich total Bock drauf. Wobei, wenn ich das sage, ich natürlich auch weiß, dass es ziemlich arrogant und vermessen ist, zu sagen, ich traue mir zu, auf so einer kleinen Bühne zu stehen und 90 Minuten die Leute zu unterhalten. Ich weiß, dass, mir ist absolut klar, dass es mega viel Arbeit ist, aber als Traum ist das komplett drin. Ja, da ich eben auf der beruflich-journalistischen Seite mit vielen zu tun habe, ist es natürlich dann auch schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass schnell so irgendwie die Schere im Kopf kommt, die sagt, oh, darf ich das denn sagen? Wenn ich jetzt mich über den lustig mache und muss jetzt morgen dahin und den interviewen, seriös. Ich weiß es nicht, aber vielleicht muss ich das auch noch weiter durchdenken. Dankeschön.